Ja, Sandro, wie ist das? Das dritte Spiel in der UEFA Nations League steht bevor. Mazedonien ist der Gegner. Was haben die für Erwartung für das morgige Spiel? Ja, ich denke, wir müssen solidarisch auftreten morgen. Es ist sehr wichtig, dass wir defensiv gut stehen und vielleicht der ein oder andere Konter nach vorne setzen kann, wo gefährlich wird. Wie gut tut auch der Sieg, den man gegen Gibraltar feiern hat können? Ja, natürlich sehr gut, dass wir wieder mal gewonnen haben, vor allem daheim. Und es gibt uns Selbstvertrauen und ja, es lässt uns ein bisschen befreiter aufspielen. Was muss für ein Matchplan morgen her, dass es klappt? Ja, eben, ich denke, die Defensive ist so und so morgen. Und dann müssen wir mit unseren schnellen Spielern vorne versuchen, einen Nadelstich zu setzen. Und ich bin zuversichtlich. Zuversichtlich in dem tollen Stadion, dass wir eine tolle Leistung abrufen. Ja, René Bauwitsch, mit Mazedonien wartet man deiner Ansicht nach der stärkste Gegner von der Nations League. Was muss der Matchplan sein, dass man doch was Zählbares mitnehmen kann? Also mit Mazedonien haben wir morgen sicher die schwerste Aufgabe. Ich denke sogar, dass für die Liga D diese Mannschaft zu gut ist. Damit wir morgen was mitnehmen können, da muss einmal die richtige Einstellung am Platz gebracht werden. Das heißt von der ersten Minute weg eine Verbissenheit und von der ersten Minute weg zeigen, dass wir was mitnehmen wollen. Das heißt, man rasch in die Zweikämpfe gehen und wirklich versuchen, sich Respekt zu verschaffen. Das wird so das Rezept sein, ins Spiel zu kommen. Wie hat sich die Mannschaft in der Woche in der Vorbereitung auf das wichtige Spiel präsentiert? Von Tag zu Tag haben wir uns gesteigert in der Trainingsintensität. Heute war es ein sehr, sehr gutes Training und das stimmt mir zuversichtlich dann für morgen. Was wäre ein Erfolg aus deiner Sicht? Wäre ein Unentschieden auch schon ein Erfolg? Muss man offen sagen. Wäre ein Riesenerfolg eigentlich schon gegen diese Mannschaft, auswärts einen Punkt zu machen. Und wäre natürlich eine tolle Sache in der super Vorbereitung für das Spiel auf Gibraltar.